Hallo Freunde des Klemmerscheins und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Bricktime, Freunde. Auf dieses Video habe ich mich sehr gefreut, denn es hat wieder mal mit einem Unboxing zu tun. Ihr seht, hier steht schon ein relativ großer Karton. Und zwar habe ich heute mal wieder Post bekommen von der lieben Katrin von Pandoras Box. Ja, und zwar habe ich ihr ein kleines Modell abgekauft von Mold King, was ich schon länger, sage ich mal, auf meiner Must-to-Have-Liste habe. Ist ein Auto, so viel sehr schon mal gesagt. Ich würde sagen, Moment, ich hole das Paket mal ganz schnell hoch. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Ich glaube so, dann sieht man nämlich keine Adressen, ja. Jetzt mache ich das Ganze mal schnell auf. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts in keinen Karton reinschneide, weil das wäre nämlich ziemlich ungünstig. Aber wir schauen mal rein. So, zack auf und der auch noch, zack auf. Oh ja, da kommen schon einige entgegen. Ich bin übrigens noch da. So. So. Papier. Nochmal Papier. Nochmal Papier. Nochmal. So, das war ein echt cooles Unboxing. Ich bedanke mich fürs Nein, Spaß. Jetzt sind wir aber richtig da. Und zwar haben wir hier. Oh, darauf habe ich mich sehr gefreut. Ich hoffe, dass das ist, was ich denke, dass es ist. Jetzt aber mal zum Set. Ist das von Mold King? Oh, weg damit. Ups, voll ins Mikro gefahren. Das tut mir leid für alle, die jetzt Kopfhörer hören. Der Silver Cloud. Ja, das ist ein Auto, das habe ich gebraucht gekauft, muss man sagen. Aber ich finde es jetzt nicht schlimm. Es ist ein cooles Set. Ich wollte es schon länger mal haben. Es ist halt mein erstes Mold King Set auch. Und damit ist es eigentlich ein recht cooles Set in meinen Augen. So, ich hoffe mal. Oha, oje, das ist aber lieb. Und zwar habe ich hier nämlich noch eine Pandoras Box Tasse drin. Ja, und hier noch so diese Maisteile. Das ist echt lieb eingepackt. Machen wir die mal schnell auf. Ist übrigens heute erst gekommen, das Paket, obwohl es eigentlich, glaube ich, gestern erst auf die Reise gegangen ist. Das ist die Pandoras Box Tasse. Bau dir deine Welt, wie sie dir gefällt. Das ist ja der Spruch von Pandoras Box, ne? Ziemlich cool. Die Tasse sieht echt gut aus. Also ich, vor allem, also klar, man könnte denken, das ist, gehört jetzt nicht zum Jungen, aber ich mag dieses Rot sehr. Das ist auch eines meiner Lieblingstöne, in die Richtung eines meiner Lieblingstöne. Und hier haben wir noch ein bisschen Süßigkeiten drin, wahrscheinlich für die schwere Zeit beim Bauen. Und dann hier noch, dieses Schaumstoffzeug. Mauern, das geht immer. Also das ist echt cool. Und ich freue mich sehr. Das ist also angekommen, liebe Katrin. Vielen, vielen lieben Dank. Die Tasse wird sich sehr, sehr gut in meiner Sammlung machen. Ich muss mal schauen, vielleicht stelle ich hier noch ein Tassenregal auf. Denn ich habe ja jetzt von mir eine, dann von Tona Bricks. Jetzt von der Pandoras Box. Also die Tassensammlung, die wird auch immer größer. Und das war es eigentlich mit dem Unboxing. Das Video dazu weiß ich noch nicht, wann das kommt. Weil ich jetzt am Wochenende sehr wenig Zeit habe. Ich werde nämlich konfirmiert. Da gibt es dann eine riesen Party und da weiß ich nicht, ob ich dann überhaupt noch die Zeit finde zum Bauen. Deswegen trotzdem vielen lieben Dank, Katrin. Das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Und ich meine, ich wollte das Set eigentlich bei einem anderen Anbieter kaufen, auf eBay Kleinanzeigen. Aber dann habe ich sie halt gefragt und sie meinte, ja, das habe ich noch. Und dann, ist auch ein schönes Set eigentlich. Ja. Bin ich gespannt. Und nochmal vielen lieben Dank für die Tasse und die kleinen netten Süßigkeiten. Ja, das soll es für dieses kleine, schnelle, kurze Unboxing gewesen sein. Ihr seht auch 1096 Teile, also das ist gar nicht mal so wenig für ein Auto, aber gut. Also, bis dahin, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Pandoras Box habe ich unten verlinkt in der Videobeschreibung, also schaut da gerne vorbei. Und bis dahin, wie immer, gerne kostenlos abonnieren. Und bis dahin, bleibt gesund und ciao, ciao.